Und ich komme nicht umhin, in der Causa der AfD-Stadträtin von Bad Kissing, Freya Lippold-Engen, noch einmal nachzulegen. Ich finde das erschütternd, dass in dieser heutigen Situation eine Frau sich erblödet, einen NSDAP-Vergleich zu ziehen mit der Alternative für Deutschland. 3 Jahre lang wurden die Demokratien der westlichen Welt von unseren eigenen Regierungen unterhöhlt. Im Falle Deutschlands sieht es so aus, dass dieselben Parteien, die eigentlich dieses Land aufgebaut haben, unter der Leitung der Alliierten, dieses System, das sie selbst aus dem FF kennen, dazu missbrauchen, an die Macht zu kommen und an der Macht zu bleiben. Das hat auch etwas mit Anständigkeit natürlich zu tun, die sowieso überall in dieser westlichen Wertegemeinschaft verloren gegangen ist. 3 Jahre lang in einer Pandemie wurden Menschen in der westlichen Welt von ihren Regierungen geradezu gequält. Unwissenschaftliche Maßnahmen wurden ergriffen und die Demokratie wurde mit Füßen getreten. In diesem Klima erblödet sich diese Frau, aus welchen Gründen auch immer, einen Vergleich zu ziehen mit dem Nationalsozialismus und der Alternative für Deutschland. In einem Klima, wo in Kanada beispielsweise ein Justin Trudeau seit längerer Zeit mit einer Minderheitenregierung die Kanadier bis aufs Blut reizt. In einem politischen Klima, in dem ein Joe Biden in einem Amerika mit einem total veralteten und gefährlichen Wahlsystem, das man nicht mal in der Republik Kongo finden dürfte, an die Macht gekommen ist, da erblödet sich diese Dame, zu einem solchen Vergleich zu greifen. Es ist erstaunlich, dass das vielleicht noch von einigen Leuten gekauft wird. Ich sehe allerdings in aller Welt, dass die Leute die Nase gestrichen voll haben von diesem gesamten Unsinn, der ihnen aufgetischt wird. Und das natürlich trifft nicht auf das Wohlwollen dieser Parteien in Deutschland und anderswo, die sich gerade in der Macht befinden und nicht mehr regieren, sondern herrschen. Wo über die Köpfe der Menschen wegregiert wird mit verschwindend geringen Wählerstimmen, wenn man mal die gesamten Wahlberechtigten in der Bundesrepublik Deutschland nimmt, dann sind diese Ampelkoalitionäre eigentlich Zwerge, die enorm lange Schatten werfen. Und da kommt diese Dame angeschlappt und will uns erzählen, dass die AfD wie die NSDAP an die Macht kommen wolle. Wer dann mal einen Kopf zum Nachdenken hat, der sagt sich, selbst wenn die AfD nun höchste Stimmen einfangen würde, dann kann sie nur in einer Koalition regieren. Ich sehe persönlich noch nicht, dass die AfD jemals über 50% kommen wird. Und auch in den anderen Ländern, die hier unter dieser Krankheit leiden, die uns hier vorgetischt wird, ja, selbst in diesen Ländern wird es nicht zu irgendwelchen faschistischen Machtergreifungen kommen. Was wir allerdings erleben, ist ein Abgleiten in totalitäre Methoden und in einen Totalitarismus, den wir seit 1945 eigentlich nicht mehr kannten. Darum, gnädige Frau, schämen Sie sich, was immer Ihre Beweggründe sein mögen, wenn Sie rein persönlicher Natur sind, Verletztheit oder ähnliches, dann sollten Sie sich abgrundtief schämen. Aber nach wie vor kann ich nur sagen, dass höchstwahrscheinlich hier vielleicht auch noch andere Motive vorhanden sind. Ergänzend dazu, es ist mir eine Herzensangelegenheit, das auch nochmal zu sagen,
Die AfD ist die einzige Oppositionspartei in Deutschland, die eine gute Arbeit macht. Und das gefährdet die Macht dieser Menschen, die in den Altparteien mittlerweile unterwegs sind. Sie sagen ganz offen, dass ihnen der Wähler egal ist. Sie machen aus ihrer Sympathie für totalitäre Systeme wie in China keinen Hehl mehr. Faktenchecker haben es dann versucht, bei Robert Habeck zu verdrehen. Bei Justin Trudeau in Kanada ist das nicht gelungen, denn der Mann hat ganz offen und deutlich die chinesische KP für ihre Arbeit gelobt. Und er hat das niemals zurückgenommen. Wir werden hier konfrontiert mit einer kalten Machtergreifung von Leuten, die eigentlich nicht in der Lage sind, Leute vernünftig zu regieren, sodass die Leute, dass das Wahlvolk auch ein vernünftiges Leben hat. Dies wird immer mehr Leuten klar und in diesem Kontext muss man auch solche Meldungen sehen, wie sie heute durch den gesamten deutschen Blätterwald rauschen. Dass dort eine offensichtlich verwirrte Dame solche unsinnigen Äußerungen tätigt. Ich wünsche uns allen nur viel Glück und ich bin kein Journalist, ich bin Aktivist, die Menschen in Deutschland nur dazu aufrufen, die AfD beim nächsten Mal zu wählen, denn sie ist die einzige Partei, die wenigstens diesen Prozess verlangsamen wird. Ich bin auf der anderen Seite allerdings der Meinung, dass sobald in Deutschland und anderswo eine Partei gegründet wird, dass das schon der Anfang vom Ende ist. Man kann ein absolut verkommenes System nicht mit den Mitteln des Systems heilen oder wieder zusammenkleben. Das ist nicht möglich. Die Parteien in Deutschland haben sich selbst erledigt.